Herzlich willkommen bei der Sendung mit der Katze. Wir bringen kratzige, aktuelle, transnationale Nachrichten. Heute mit dabei im Studio, die legendären Phobia Cats. Wir starten mit den Nachrichten mit einem Rückblick zum 1. Mai. Der 1. Mai ist inzwischen zwar 2 Wochen her, wir nutzen die Sendung aber für einen kurzen Rückblick auf diesen wichtigen Kampftag. Von Seiten des transnationalen Netzwerks CoView gab es eine Radiosendung, die als Kooperation zwischen Hamburg, Milano, Paris und Wien stattfand. Diese wurden von tausenden Menschen in den öffentlichen Raum getragen und von zahlreichen freien Sendern übernommen. Über den Ticker wurde von anderen Aktionen des Tages berichtet. Was dabei wieder augenscheinlich wurde, die Polizei war in verschiedenen Städten massiv repressiv tätig. Im Bremgarten in der Schweiz kam es zu Demonstrierungen von einem Medienspaziergang. In Istanbul wurde eine Kundgebung zur Erinnerung von 32 Arbeiterinnen, die vor 43 Jahren am 1. Mai getötet wurden, von der Polizei gesprengt und 20 Gewerkschafterinnen wurden verhaftet. In Wien und Berlin kam es zu Polizeigewalt gegen Demonstrantinnen und Journalistinnen. Dabei kam es zu Szenen wie in einem schlechten Actionfilm. Polizistinnen fuhren in Wien mit einem Polizeibus parallel neben einer fahrradfahrenden Person, der eine Verwaltungsübertretung vorgeworfen wurde, öffneten die Schiebetüre und traten die Person vom Fahrrad eine Böschung hinunter. Insgesamt kam es am 1. Mai dabei wiederholt zu Situationen, in denen auch die Covid-19-bezogenen Abstands- und Schutzregeln von der Polizei nicht eingehalten wurden. Die Rote Hilfe Berlin berichtete dazu in einem ausführlichen Statement. Nachdem wir aber nicht der Repression den meisten Platz in den Rückblick geben wollen, machen wir hier Raum für einen Bericht aus Minneapolis, wo es eine große Aktion zum Thema keine Mieten gab. Film ab. Dozens of cars and bicycles demonstrated in Minneapolis during International Workers' Day to support the striking workers across the world that are seeking better protections during the coronavirus pandemic. Named essential, not disposable, the May 1st breakaway demo first went to the Juvenile Detention Center to support the imprisoned youth. Then to Whole Foods, Trader Joe's, and Caribou Coffee. The action started around 12:30 when it broke away from a large caravan of hundreds of cars and went from Minneapolis to St. Paul to demand the governor cancel rent and mortgage payments. At the conclusion, we heard from 2 participants in the action. The following audio is their words. In response to the call from WeAreTheShutdown.org, we felt that a breakaway from the cancel rent demo, the momentum of which is also deeply necessary, allowed us to draw connections between workers striking on the job and those striking against rent and mortgage payments. We are all choosing to prioritize human life over the economy. We were an autonomous, rowdy, and joyful caravan of both cars and bikes. We went directly to workplaces instead of asking politicians for empathy and action. We stood in solidarity with essential workers, who are the collateral damage sanctioned by lawmakers when choosing to, quote, reopen the economy. We don't trust the state to decide what is necessary or safe in the context of this pandemic or ever. We can only rely on each other, and we decide what care looks like. The mutual aid projects and autonomous webs of support we are building will get us through this crisis. We are opening new worlds, not the economy. Alles neu macht auch der 8. Mai. Wir schauen zu dem Tag des Zorns der Berliner Anarche. Es war eine Online-Demo gegen rechts auf Land und am Wasser. An diesem Nachmittag von 13.30 Uhr bis 16 Uhr hat das Protestschiff Anarche auf der Spree im Berliner Regierungsviertel die weltweit erste digitale Wasserkundgebung abgehalten. Es ist der 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, an dem mit Wut, Trauer und vereinter Kraft den Opfern der Shoah gedacht wurde und ein lautes und sichtbares Zeichen gegen jeden Antisemitismus, Rassismus und Faschismus gesetzt wurde. Per Videokonferenz waren über 50 Teilnehmerinnen bundesweit auf dem Floß virtuell dabei. Auf einer 3x2 Meter großen LED-Wand wurden die Videos gestreamt. Siehe jetzt. Wir freuen uns besonders, dass Binta aus Berlin mit uns ist. Sie ist heute unsere musikalische Begleitung auf dieser Online-Boots-Demo von Migrantifa Berlin in Zusammenarbeit mit dem Protestboot Anarche.
Sie hat ein paar Songs für uns geschrieben und stellt sich jetzt selbst vor. Hallo, ich bin Banafsche Romasti und ich demonstriere heute mit euch, weil ich wütend bin, dass wir in einem Land leben, in dem der Verfassungsschutz und die Polizei rechte Gewalt und rechten Terror decken, anstatt aufzuklären. Weil wir in einem Land leben, in dem nach Jahrzehnten von rechtem Terror immer noch von psychisch kranken Einzeltätern geredet wird. Rechter Terror hat System in Deutschland. Deswegen braucht es die Migrantifa jetzt. Genauso wütend wie wahrscheinlich viele andere von euch. Hi, ich bin Nuki, ich bin Singer-Songwriterin und bin heute als musikalischer Input da. Ich bin heute am 8. Mai, am Tag des Zorns, genauso wütend wie wahrscheinlich viele andere von euch. Ich bin geschockt darüber, was in Deutschland passiert. Ich bin geschockt darüber, was in Moria passiert. Ich bin geschockt darüber, was in Hanau passiert ist. Und lasst uns deswegen gemeinsam in Verbindung treten, kämpferisch sein, solidarisch sein und für eine bessere Welt einstehen. Hier wird geklatscht am Ufer für Binters Ansprache. Wir sind hier, weil zum Tag des migrantischen Widerstands ausgerufen wurde. Heute ist auch der Tag der Befreiung. Wir gedenken den Opfer rechter, rassistischer und faschistischer Gewalt. Und migrantische Selbstorganisationen und Einzelpersonen hatten erst die Idee, am 8. Mai zum Generalstreik auszurufen, um Deutschland auf eine Art doch einfach mal lahmzulegen und zu zeigen, wo Migrantinnen in der Pflege, in der Logistik, in der Gastro essentiell in diesem Land sind, keinerlei Anerkennung erfahren. Unsere Eltern arbeiten sich seit Jahrzehnten die Hände und die Rücken kaputt. Was gibt's dafür? Gewalt? Schnauze voll einfach. Dann kam Corona um die Ecke und wir konnten das nicht machen mit dem Generalstreik, haben uns was anderes überlegt, deswegen sind wir hier auf dem Wasser. Und es gibt viele Migrantinnen in Deutschland, die unsere Wut und unsere Trauer und unser Gedenken heute teilen, die uns Dinge geschickt haben. Der erste Beitrag ist von einer Gruppe aus Kiel, von MBPOC. Und ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Es hat mich super emotional gemacht, diesen Beitrag zu sehen. Er hat mich krass mitgenommen. In erster Linie macht uns wütend. Ich spare mir gerade mal kurz die Mod. Wir hören uns einfach diesen ersten Beitrag an. Du kannst alles schaffen, wenn du hart genug arbeitest. Du kannst es schaffen, akzeptiert zu werden, wenn du hart genug arbeitest. Wenn du deinen Namen verdeutscht, um aussprechbar zu sein. Wenn du Überstunden dankend annimmst. Wenn du dich fragst, wie du deinen Kindern ein gutes Leben ermöglichen kannst, wenn dein Rücken jeden Tag von der Arbeit wehtut, wenn du deine Finger nicht mehr spüren kannst, wenn du nicht weißt, wann deine letzte Mahlzeit war, du kannst es schaffen, akzeptiert zu werden, wenn du hart genug arbeitest. Wenn du Tabletten nimmst, wenn du anfängst, dich zu betäuben, wenn du abends zu müde bist für alles. Du kannst es schaffen, akzeptiert zu werden, wenn du hart genug arbeitest. Wenn du keine Zeit mehr für deine Kinder hast. Wenn ich dich als Kind immer nur in deiner Arbeitskleidung gesehen habe. Wenn du deine eigene Haut nicht mehr siehst. Du kannst es schaffen, akzeptiert zu werden, wenn du hart genug arbeitest. Wenn du dir dein Leben nicht aussuchen kannst, sondern es andere für dich tun. Wenn du viel mehr gibst, als du jemals wieder erlangen wirst, wenn du das weißt, aber trotzdem weitermachst, dann werden sie dich trotzdem nicht akzeptieren. Dann stellen sie Fallen auf und planen Attentate, dann sprechen sie von EinzeltäterInnen und klopfen dir auf die Schulter. Dann bauen sie Denkmäler, um sich reinzuwaschen, um alles wieder gut zu machen. Was ist wieder gut für wen? Nichts für mich? Du kannst alles schaffen, wenn du hart genug arbeitest. Du kannst es schaffen, akzeptiert zu werden, wenn du hart genug arbeitest. Wenn du deinen Namen verdeutscht, um aussprechbar zu sein, wenn du... Die Hygienedemos und andere Aktionen von Rechtsextremen bis Verschwörungstheoretikerinnen bekommen ja leider aktuell total viel mediale Aufmerksamkeit.
In Berlin gibt es nun auch Gegenprotest. Unter dem Titel Reclaim Rosa-Luxemburg-Platz gibt es ein Bündnis an Gruppen, die sich der Querfront entgegenstellen. Sie zeigen, dass Protest auch möglich ist, der die Gesundheitsmaßnahmen der Corona-Krise ernst nimmt. Ein Video von Freundeskreis Clips zeigt, was es damit auf sich hat. Und müssen gucken, wie wir klarkommen. Ja, Neonazis mobilisieren bundesweit nach Berlin heute. Das sind natürlich sind auch Leute, die ehemalige Kulturaktivistinnen aus Berlin, auch aus der Volksbühne, die sich immer noch nicht so richtig klar positioniert. Und das macht es halt so brenzlig, aber auch für uns persönlich sind wir betroffen davon, dass gerade so viele Leute abdriften, sag ich mal. Mein Name ist Irmgard Wurdock. Ich bin vom bundesweiten Bündnis Aufstehen gegen Rassismus. Wir sind heute hier, um Anwohnerinnen und Anwohner zu unterstützen, die sich zu Recht Sorge machen darüber, dass die Proteste unter dem Namen Hygienedemos, die seit Wochen jetzt hier in der Nähe vom Rosa-Luxemburg-Platz, auch hier am Schendelpark stattfinden, zunehmend vereinnahmt werden von Nazis und RassistInnen. Darunter befanden sich in den letzten Wochen so Leute wie der sogenannte Volkslehrer Nikolai Nährling. Darunter waren NPD-Funktionäre Udo Vogt, Andreas Käfer, aber auch AfD-Rechtsaußen wie Andreas Wild, Jeanette Auricht, die hier versuchen, sich an der Seite auch von Identitären, von Nazi-Hooligans, von Reichsbürgern und Leuten vom Dritten Weg hier an die Spitze der Proteste zu stellen, das, was ihnen auch zunehmend zu gelingen scheint. Es gibt keine Distanzierung der Organisatorinnen dieser Proteste hier von diesem rechten Spuk. Und das ist es, was wir kritisieren, weshalb wir davor warnen, sich mit diesen gemein zu machen und die letztlich den Bock zum Gärtner zu machen. Wir finden es total legitim, auch gegen Corona-Maßnahmen zu protestieren, insbesondere vor der möglichen Aushöhlung demokratischer Rechte zu warnen. Aber das gemeinsam mit Rassisten und Faschisten zu machen, bedeutet, den Bock zum Gärtner zu machen. Kinderbetreuung ist ja ebenso ein großes Thema in der Krise. Große Firmen und Unternehmen bekommen Milliarden als Unterstützung. Zusätzliche Mittel und Ressourcen für Kinderbetreuung werden dabei bisher nicht gegeben. Dazu ging vor kurzem ein Video auf Twitter viral. Hören wir die Perspektive von pinksticks.de. Pinksticks, oder? Wir können nicht mehr. Ich komme mir vor wie in dieser Vorwerkreklame. Das ist scheiße. Ich betreue hier 4 Kinder und das jeden Tag, den ganzen Tag. Und dann fange ich an zu arbeiten. Kann mir irgendwer vielleicht helfen? Wer fällt uns denn da ein? Politik? Hallo? Wir Eltern vereinbaren seit Wochen Lebensbereiche, die eigentlich nicht zu vereinbaren sind. Weil wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Und ich würde mir wünschen, dass in der politischen Diskussion das Wohlergehen der Kinder endlich einen höheren Stellenwert bekommt. Die Firma Thyssen bekommt genau 1 Milliarde als Corona-Hilfe. Okay, das habe ich verstanden. Und wie viel genau bekommen nochmal Kitas jetzt für mehr Personal und kleinere Gruppen? Wir haben ein Corona-Kabinett, an dem die Familienministerin keinen Platz hat, was eine unglaubliche Sauerei ist. Und dass die Belange von Eltern gehört werden, kommt jetzt erst, wo wir uns hinstellen und sagen, hallo, das geht so nicht. Ich bin berufstätig als freie Autorin. Ich bin Lehrerin meines Sohnes. Ich bin Erzieherin meiner Tochter. Ich ersetze gleichzeitig noch die Freundinnen und bin der Feel-Good-Manager der Familie. Dass das auf lange Sicht nicht gut gehen kann, sollte eigentlich allen klar sein. Es ist aber vor allem auch nicht machbar für Alleinerziehende. Es ist nicht machbar für die Mama, die im Rollstuhl sitzt. Es ist auch nicht machbar für die Kinder, die vielleicht in ihren Familien Gewalt erfahren. Ich bitte wirklich inständig, sich um dieses Problem zu kümmern. Wir sind am Rande des Wahnsinns, weil wir nicht gesehen werden. Es kann so, wie es jetzt ist, einfach nicht weitergehen. Go! Medizinische Versorgung ist in der Krise für viele Personen zu einem schwierigen Thema geworden. Gerade bei dem Topic Schwangerschaftsabbruch gibt es durch Covid-19 in Österreich und Deutschland sowie auch in anderen Ländern einen erschwerten Zugang dazu. Wir sehen dazu ein Video, das kürzlich von der Rosa Antifa Wien gepostet wurde und das wichtige Statement von Pro-Choice Passau zeigt. Corona or not, denying access to safe abortions is not an option.
Ein sicherer und legaler Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ist in Deutschland bisher immer noch nicht gewährleistet. Betroffene müssen unzählige Hürden überwinden, um einen Abbruch durchführen zu können. In Zeiten von Corona sind die Hürden größer und noch akuter geworden, wobei sie eigentlich vorher schon akut genug waren. Und es sind noch viele neue Hürden dazugekommen. An der bevormundenden Pflichtberatung wird weiter festgehalten. In vielen deutschen Bundesländern, so auch in Bayern, kann die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Versendung des Bescheids aber mittlerweile zumindest digital ablaufen. Bei Anträgen wegen einer Kostenübernahme des Abbruchs sieht es allerdings leider anders aus. Viele Krankenkassen weigern sich weiterhin, die Bestätigung für die Kostenübernahme digital zu versenden. Auch was die Versorgung von Ärzten angeht, die einen Abbruch durchführen, ist die Lage katastrophal. In der niederbayerischen katholischen Stadt Passau ist die Lage besonders prekär. Ein Arzt ist kürzlich in den Ruhestand gegangen, weil er zur Corona-Risikogruppe gehört. Damit gibt es in Passau keinen einzigen Arzt oder eine Ärztin mehr, die einen Abbruch durchführt. Dazu trägt in Passau auch ein längst überfälliger Stadtratsbeschluss bei, der dem kommunalen Klinikum verbietet, Abbrüche nach der Beratungsregelung durchzuführen. Das betrifft in etwa 96% der Fälle. Für ungewollt Schwangere bedeutet dies, dass sie jetzt teilweise über 120 Kilometer fahren müssen, um abtreiben zu können. Der aktuell eingeschränkte Reiseverkehr macht die Fahrten zur Klinik nicht einfacher und die geschlossenen Grenzen nehmen die Option eines mit weniger Hürden verbundenen Abbruchs in Österreich. Mit jeder dieser Hürden die Selbstbestimmung und Gesundheit von Betroffenen mit Füßen getreten. Es braucht mehr und stärkere feministische Proteste, damit sich an der katastrophalen Versorgungslage in Niederbayern und überall endlich was tut. In Zeiten von Corona sind Proteste auf der Straße schwieriger geworden. Wir haben deshalb eine Online-Mitmach-Kampagne Corona Not Denying Access to Safe Abortion is Not an Option gestartet. Teilt oder schickt uns eure Fotos mit Kleiderbügeln und den Hashtag Not an Option und kämpft mit uns für eine flächendeckende Gesundheitsversorgung, die Schwangeren auch in Krisenzeiten den Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch ermöglicht. Für eine feministische und selbstbestimmte Gesellschaft. Vor gut 2 Wochen haben wir eine irre Story aus Hamburg erfahren. Über Instagram hat uns ein User den Post von Leo Wax geschickt. Er hat über 59.000 Likes und viel Zuspruch erhalten, denn es ist absurd, was einem dunkelhäutigen Pfleger passiert ist, als er im Dienst ist. Es fiel ihm nicht leicht, dieses Erlebnis zu teilen, schreibt er. Trotzdem möchte er darauf aufmerksam machen, wie viele schwarze Menschen in Deutschland 2020 behandelt werden, schrieb er. Es gibt viele ähnliche Fälle, die nicht genügend Aufmerksamkeit bekämen und somit möchte ich euch hiermit zeigen, wie schmerzhaft und traumatisierend solche Ereignisse für die gesamte Community sind, postet er. Und das ist passiert. Am 18.04.2020 fuhr ich nichts Böses ahnend auf meinem Fahrrad von Patientin zu Patientin, da ich im Pflegedienst arbeite. Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus einer Patientin kam, sah ich denselben Mann. Ich kam mir von ihm beobachtet vor, fuhr jedoch weiter mit meinem Fahrrad in Richtung des Pflegedienstes an der Bushaltestelle Veilchenweg vorbei. Plötzlich rissen mich 3 Männer gewaltvoll von meinem Fahrrad. Sie drückten mich zu Boden, fixierten meine Hände auf den Rücken und griffen mir in meine Hosentaschen. Kein Wort, keine Erklärung oder ähnliches. Ich war komplett geschockt. Meine erste Reaktion war es, die 3 Männer von mir loszubekommen. Ich habe versucht, mich zu wehren, weil ich dachte, ich werde überfallen. Es stellte sich heraus, dass diese 3 Personen Polizisten waren. Sie waren aber in Zivil. Während meines Versuchs, mich zu wehren, hörte ich nur, wie einer der Männer den Kollegen nach Handschellen fragte. Währenddessen liefen Passanten vorbei, die schauten nur verwirrt, und die 3 Männer riefen ihnen zu: »Alles gut, wir sind von der Polizei.« Als sie mich nach meinem Ausweis fragen und was ich gerade tue, antwortete ich, dass ich vom Pflegedienst bin und gerade arbeite. Ich zeigte meinen Tourenplan, auf dem alle Namen, Adressen der Patienten mit den jeweiligen Uhrzeiten und Pflegemaßnahmen stehen. Erst danach sagten sie mir, sie wären von der Polizei. Sie nahmen mir also die Handschellen ab und erzählten mir, als ich fragte, wieso sie das machen, dass sie einen Tipp bekommen hätten. In einigen der Häuser wären Drogen verkauft worden. Von wem der Tipp kam, weiß ich nicht. Mein Verhalten soll verdächtig gewesen sein, da ich immer nur für eine bestimmte Zeit in den Häusern war und wieder ging.
Als ich sagte, dass sie, anstatt mich vom Fahrrad zu werfen, mir nicht mal die Möglichkeit gegeben hatten, anzuhalten, um mich ausweisen zu können zum Beispiel, kam eine lapidare Entschuldigung und die Bemerkung, dass mein Job ja so wichtig sei, gerade zu Corona-Zeiten. Daraufhin kam von denen noch die Frage, ob ich keine Schutzmaske während der Behandlung tragen würde. Ich hatte natürlich eine, die drei trugen übrigens keine. An die geltenden Abstandsregelungen und die Gefahr, in die sie sich nur mich, sondern auch meine Patientinnen durch eine Ansteckung wiederum gebracht haben, haben sie wohl nicht gedacht. Nach einer Entschuldigung, einem Händeschütteln und der Übergabe der Fallnummer, mit der ich mich melden sollte, falls was ist, und der Aussage, ich hoffe, wir sind cool miteinander, machte ich mich im totalen Schockzustand mit kaputtem Fahrrad, kaputter Uhr, kaputtem Handy und Verletzungen zu Fuß auf den Weg nach Hause. Zu Hause angekommen, zog ich mich um und ging direkt zu meinem Chef ins Büro, wo ich die Beamten mit meinem Chef antraf. Sie schilderten ihm die Situation und dass das alles nur ein Missverständnis war. Danach sind mein Chef und ich zur Polizeiwache gegangen, um Anzeige zu erstatten. Hier behaupteten die Beamten am Telefon, es sei alles cool bzw. angeblich geklärt. Diese Polizeigewalt schwarzer Personen gegenüber war nicht nur erniedrigend, sondern hat mich auch zutiefst traumatisiert. Ich muss weiterhin jeden Tag genau diese Route fahren und dies gelingt mir nicht, ohne auch nur mal an die Situation zu denken. Ich fühle mich ständig beobachtet und habe unterbewusst Angst, dass ich wieder aus dem Nichts angegriffen werde. Es ist für mich auf gar keinen Fall zu rechtfertigen, wie mit mir umgegangen wurde. Wie mit uns umgegangen wird, ist inakzeptabel. Schreibt Jo Wax aus Hamburg auf Instagram. Und die meisten Kommentare, die es gibt, sagen, dass sie seinen Mut bewundern, dass das Verhalten überhaupt nicht okay ist, ein paar Beschimpfungen und ähnliches. Ja, an die 59.000 Menschen haben das geliked. Läuft. Bisschen höher mit. Ja, sehr gut. Zu den aktuellen Trends der Woche. Geile Podcasts. Die Krise hat ein Mehr an tollen Online-Formaten hervorgerufen. Wir können zwar alle keine Bildschirme mehr sehen, aber zum Glück gibt es ja auch tolle Podcast-Formate. Der Tipp der Woche, hört rein in den Soundcloud-Podcast von Nah und Distanziert, der Podcast rund um kritische soziale Arbeit. Und nun zum guten alten Offline-Format. Trend der Woche, eine Nachbarschaftszeitung selber machen. Die selbstbestimmte Nachbarschaftsorganisation streift durch die Straßen. Der Aufschlag kam aus Berlin mit Berliner Alltag in Zeiten von Corona. Da wurde bereits Ende März offline breit in Berlin verteilt. Respekt dazu. Nun zieht auch Kovio mit. Die Karanzine Neighborhood Newspaper ist die neueste Errungenschaft, die sich über Teilnahme freut. Beteiligt euch mit Gedichten, Stories oder Comics. Die Infos und eine Vorlage für eure eigene Nachbarschaftszeitung gibt's auf kovio.info. Und in den digitalen Gassen wird gemunkelt. In Köln soll es auch bald losgehen. Vorlage im Internet, checkt die Downloads unter kovio.info/newspaper und via blogspot.nk44.de. Innerhalb von Europa scheint das Corona-Tief langsam überwunden. Die nächsten Wochen bringen Lockerungen auf der Gesetzeswetterfront. Allerdings bleibt die Gesellschaft und die gesundheitspolitische Entwicklung in vielen Ländern und Regionen der Welt weiterhin unklar. Wie sich die Großwetterlage weiterentwickelt, ist noch nicht gesichert. Wir vermuten weiterhin patriarchalen Tiefdruck mit heteronormativen Wind. Sonne und angenehmes Feeling gibt es erst wieder, wenn wir uns gemeinsam organisieren. Wir wünschen eine gute Woche.